Leute, weiter geht's bei Pokémon Infinite Fusion. Ich nehme an, dass jetzt hier der Forscher, der mit uns um ein Fossil streiten will. Halt, stopp! Das sind meine Fossile! Und die Fossile sind sehr schön gemacht, habt ihr gesehen? Man konnte erkennen, welches Pokémon werden wird. Oh Gott, das sieht seltsam aus. Gift. Ich würde sagen, die Aquaknarre versuchen ja mal. Mein Gott, das Level sollten wir doch irgendwie schon noch nicht mich vergiften. Ja, Level 12 Pokémon sollten wir dann schon noch besiegen können. Sehr gut. Und dann ein Ort-Orb. Wieder irgendwas mit einem Voltoball. Deswegen Flyrat, ja. Na? Myraplaun! Das sieht geil aus. Oh shit, das ist schneller als wir. Flyrat, das ist nicht cool. Flyrat, das ist überhaupt nicht cool. Falls du angreifen kannst, bitte den Hyperzahn. Oh, nicht mich verwirren, danke. Und Hyperzahn. Na, die Attacke ist sowas von geil. Und jetzt Ruckzuck-Ieb und das war's. Myraplaun. Dieses Gesicht, ja, das wird mich noch in meinen Träumen verfolgen. Zufing. Egal, ich bleib drin, es wird wieder ein Zubat sein. Nee, doch ist es. Nee, doch. Hyperzahn. Hyperzahn ist gerade die Ultra-Attacke hier. Zack. Yeah. So, Typ. Wirbelwind. Nö, jetzt hier nicht so interessant. Typ, darf ich mir jetzt so ein Fossil holen? Okay, ich teile mit dir. Nimm ein Fossil, das du willst. Ja, ich nehme das hier. Domfossil, jawohl. Das müsste das Caputo-Fossil sein, oder? Ich nehme es an. Für die Demo. Ah, wird es sofort wiederbelebt. Ah, wie geil ist das denn bitte? Na komm, ich gebe ihm auch keinen Spitznamen. Jetzt ist mir egal. Wie geil, da muss ich nicht mal zurücklaufen. Geile Scheiße ist das. Was kann denn unser kleines, süßes Caputo? Absorber. Das wäre sehr interessant, wenn ich jetzt das mit Pikachu kreuzen würde. Dann hätte ich ein Elektro-Steinviech eventuell. Außer das Wasser wird wieder übernommen. Interessant. Aber ich lasse es mal noch. Das lasse ich mal noch für den nächsten Part offen. Dann habe ich den Doppelkampf. Aber die sollten wir klein kriegen. Als erstes mal Aquaknarre auf das schwächere Zudude. Und dann Doppelkick auf Geobat. Geobat, das klingt irgendwie cool. So, Zudude ist kaputt. Viele Erfahrungspunkte gibt es nicht, aber was soll's. Ja, das reicht natürlich nicht aus. Nicht uns verwirren. Wow, die Attacke geht meistens daneben. Das finde ich sehr angenehm. Hier, das und du machst das hier. Müsste ausreichen. Wir sind bald in Level 17, hallo? So, bams. Ja, ich finde mein Team schon irgendwie cool. Ich spiele wirklich mit dem Gedanken, ob ich mein Pikachu mit meinem Caputo kreuzen soll. Bin ich auf dem richtigen Weg? Das müsste eigentlich der richtige Weg sein. Ich habe immerhin ein Fossil bekommen. Das sich dank der Demo gleich zu einem Pokémon entwickelt hat. Das ist echt geil. Und da sind wir auf Route 4. Eine sexy Sache ist das. Okay, mit dir da oben würde ich gerne nicht kämpfen offensichtlich. Nö. Was gibt es hier für Pokémon? Ich bin gespannt. Das Sandan Habitat würde mir echt gefallen. Würde mir echt gefallen. So, du machst das kaputt. Du machst das kaputt. Sind wir jetzt mit den Leveln wieder gut dabei? Oder wie sieht das aus? Ich hoffe mal. Und, ja, immerhin eines kaputt gemacht. Er setzt leer ein. Leer. Ich meine, das Wort gibt es auch im Deutschen, leer. Und Kratzer, komm. Ist ja egal. Und besiegt. Aber
Ich weiß gerade nicht, wie ich gegen Misty kämpfen soll. Ganz im Ernst. Ich hab nichts. Kommen diesen Blumen hier auch Pokémon? Nee, vermutlich nicht. Ja, das musste Vertania City sein. Quatsch. Azuria City meine ich natürlich. Willst du Jinx für ein Quapsel oder was ist das? Nein, möchte ich nicht. Ich habe nämlich keines davon. Mein Mann liebt es, Pokémon zu tauschen. Ja. Das ist schön für ihn. Das hier müsste die Nuggetbrücke sein, ja. Nein, jetzt! Nein, scheiße! Ja, du warst bei Bill, super. Shit, ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass der Typ hier auftaucht. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Shit, er hat 4 Pokémon. Scheiße, das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Scheiße, Level 18 ist er auch noch. Ah, nein. Shit. Ich wollte mich doch nur kurz umsehen, ja? Nur ganz kurz. Und dann kommt der Kerl. Ah, nein. Nein, Volltreffer wäre jetzt nett gewesen. Leonardo, ja? Aber immerhin, Tauboga besiegt. Er hat es nicht mal fusioniert, dieser Trottel. Super Sonic. Wäre interessant, ja, aber ich wüsste, ja gut, gegen Tackle. Es trifft zwar so gut wie nie, aber wer weiß, vielleicht kann es mir irgendwann noch nützlich sein. Weiß man ja nicht. Mantata. Fiona. Auf jeden Fall. Shit, Mankey. Ah, okay, Airoas. Müsste guten Schaden machen eigentlich. Ja, es reicht sogar. Oh mein Gott, wäre das geil, wenn wir den Kerl jetzt doch noch besiegen würden. Ah, jetzt kommt das natürlich. Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll. Erstmal Flyrat in den Kampf schicken. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie das Vieh aussieht. Ah, es hat sich noch gar nicht entwickelt. Warum nicht? Hyperzahn. Na, Drachenwut. Fick dich, das Vieh kann Drachenwut. Nein, oder? Ja, das tötet natürlich meine Pokémon instant. Also, bis, auf jeden Fall. Ja, gut, alle. Shit! Shit! Ich versuche es, komm. Nein, es ist schneller und. Oh, ich kann gar nichts dagegen tun. Warum ist es schneller als ich? Ich meine, wenn es immer wieder Drachenwut einsetzt, dann habe ich überhaupt keine Chance. Da kann ich gar nichts tun dagegen. Ja, ich meine. Zweimal Drachenwut und alle meine Pokémon sind kaputt. Oh, das jetzt. Nee, warum kann das Drachenwut? Wenn ich schneller sein sollte, könnte ich es eventuell noch schaffen. Einfach nur wegen der Verwirrung. Nein, es kommt natürlich durch, du verdammtes Mistvieh! Fick dich, Blue! Scheiße nochmal! Ich war nicht mein Pokémon. Nein, jetzt muss ich durch die ganze verfickte Höhle nochmal durch. Nein, es darf verfickt nochmal nicht. Ich muss nochmal durch die ganze verfickte Höhle durchgehen? Oh nein, verdammte. Oh nee. Nur weil ich da einen Schritt zu weit gegangen bin. Oh mein Gott. Aber das darf ich jetzt nicht mal diesem Spiel hier übel nehmen. Das ist ja im Original auch so. Oh, leck mich doch. Naja, eine gute Sache hat das Ganze, ja? Ich weiß gerade noch nicht welche. Doch, ich kann die anderen Treppen auch noch kurz untersuchen gehen. So, diese hier zum Beispiel. Ja. Was? Ja, und gibt's noch mehr Zeugs? Ja, okay, gut. Dann kann ich mir das immerhin noch holen. Obwohl mir jetzt das wirklich ein kleiner Trost ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ein ganz, ganz kleiner. Wie soll ich denn bitte gegen Drachenwut ankommen? Meinem späten Verlauf des Spiels geht der Drachenwut. Das macht immer nur 40 Schaden. Aber jetzt, in diesem Moment? Das könnte echt ein Problem werden. Das könnte echt ein Problem werden. So, was machen wir mit dir? Ah, Eroas, komm. Geh weg da.
Lass die großen Trainer hier ein bisschen, ja, ihrer Arbeit nachgehen. Nochmal ein Zubat in Verbindung mit einem Ratata. Doppelkick. Kein Problem. Ah, shit, ist überlebt. Beiß mich nicht. Mistvieh. Was sagt die Zeit eigentlich? Ah, 10 Minuten. Das ist ja gut. Und so, ja, gut, nur ein Item. Sternenstück. Das kann ich verkaufen, immerhin. Immerhin das. Aber, ja. So toll finde ich jetzt das Ganze hier nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich hätte... Oh Gott, das Vieh links. Seht es euch an. Seht es euch an. Oh, fuck. Ja, ich bekämpfe die beiden jetzt. Für ein bisschen Erfahrungspunkte. Weil ich muss ja gegen Misty irgendwie ankommen. Shit, und jetzt ist Fiona vergiftet. Scheiße. Das war überhaupt nicht cool. Habe ich mir besser vorgestellt. Ah, beide überleben. Ja, gut, du tust schon mal nichts. Das Gift wirkt. Okay, du besiegst das hier und du erledigst... nicht damit, sondern damit. So. Ja, die Tatsache, dass ich jetzt diesen scheiß Mondberg nochmal machen muss, den finde ich doch ein wenig belastend. Auch wenn ich jetzt hier vielleicht noch ein nettes Item finden könnte oder werde. Ja. Muss natürlich meine Fiona heilen. Mit meinem letzten Gegengift. So. Ah komm, ich gehe den anderen Weg gar nicht. Ist mir doch jetzt egal. Oder doch, ich gehe den Weg. Ist ja gleich hier. Und so lange ist der Mondberg jetzt an sich auch nicht, wenn man die Trainer nicht mehr bekämpfen muss. Ja, sorry, das war jetzt typisch für mich. Wow, ein pinkes und ein blaues Zubat. Interessant. Möchte aber nicht gegen euch kämpfen. So, zack. Zack. Eine CM. Ja, super. Die kann ich natürlich extrem gebrauchen. Ich kann sie auch beinahe ein bisschen einsetzen hier. Das ist schade. Und du siehst doof aus. Ich würde gerne meinem Leonardo mal eine Psychoattacke beibringen. Sollte es nicht eigentlich Konfusion erlernen? Durch Smetbo? Ist jetzt nur so eine Frage am Rand, aber ich glaube ja. Naja, selbst wenn es so sein sollte, wenn es hier nicht passiert, dann passiert es nicht. Das ist Kacke. Ich glaube, Flyrats, das brauche ich dann wirklich, um den Rivalen zu besiegen. Ja. Ich brauche alle, um den Rivalen zu besiegen, verdammt nochmal. Ich muss zu Beginn einfach irgendwie das Tauboge ausschalten, am besten mit Pikachu. Ist allgemein ein guter Hinweis, Pikachu wieder mal nach vorne nehmen. Wie gesagt, ich würde es jetzt gerne mit Kabuto kreuzen, aber wenn dann der Donnerblitz, der Donnerschock weg ist, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Oh Gott, du Missgestalt. Ah, nur Level 10 ist Pikachu, ja, das wird nichts gegen Tauboga. Außer es kommen jetzt noch viele Zubats, genau solche, die ich gut bekämpfen kann. Dann ist Chuchu auf dem besten Wege, mir sehr hilfreich zu werden. Ja, seht ihr, es kriegt nicht mal so ein Zubat mit einem Schlag down. Chuchu ist einfach schwach. Muss man so sagen. Tut mir leid, kleines Chuchu. Ich hab dich einfach mal gefangen, weil ich dachte, ja, ist eine super Idee. Aber, naja. Irgendwie ja nicht. Wie wär's mit dem Volltreffer mal wieder? Das war kein Volltreffer. Ah, leck mich doch. Verwirrung. Chuchu würde sich ganz bestimmt selber angreifen, deswegen schnell weg hier. Und, ja gut, es kommen immerhin Zubats. Oh, Level 8. Chuchu, wenn du das nicht hinkriegst, ja, da bin ich enttäuscht von dir. Na, das gibt's doch nicht. Wie schwach bist du denn? Wie schwach bist du denn bitte? Das gibt's doch nicht. Ja, das wird nichts, sage ich euch jetzt schon. Das mit Chuchu, das wird echt nichts. Außer ich werde es wirklich kombinieren mit Kabuto. Diese Idee finde ich immer besser, ehrlich gesagt.
Aber dann verliert es unter Umständen, wie gesagt, seine Attacken. Wenn es den Absorber auch behalten könnte, wäre geil, aber ich befürchte, ein Pokémon verliert seine Attacken. Oh, Level 11, immerhin. Immerhin das. Wie viele wilde Pokémon wollen jetzt noch kommen, bitte? Paras, nö, danke. Nö, danke. Oh, das gibt's doch nicht. Kann vorhin auch schon so viele Pokémon? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube echt nicht. Zuras, ja, super Pokémon. So, dadurch, dadurch, dadurch. Und da ist doch schon die Leiter. Du siehst bedrohlich aus. Ein bisschen angepisst vielleicht, aber ansonsten... Naja, ich wäre auch angepisst, wenn ich so aussehen würde. Ist doch wahr. Nein, du... Sollst schon da durchgehen, wo ich gerne würde. Du bist auch schon da durchgelaufen, du Typ, ja? Sag mir jetzt nicht, oh, ich habe Angst. Level 8. Chuchu ist ein Level gestiegen unterdessen. Vielleicht schafft es das jetzt. Ja, aber nur, weil es ein Crit war vermutlich. Naja, was soll's. Und dann da lang. Gut. Gut, 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 gut. Hier noch entlang rennen und dann so schnell wie möglich ins Pokémon Center. Auf keinen Fall mehr diese Scheißbrücke betreten, das wäre fatal. Pokémon Center! Sehr schön, wir heilen uns und im nächsten Part sehen wir uns hier in Azuria City ein wenig um. Denn ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Pokémon Infinite Fusion. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!